Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Shelter. Jetzt geht's richtig los mit dem Ausbau unseres Bunkers. Und wir fangen an, indem wir erstmal die Werkbank upgraden. Das finde ich übrigens sehr geil. Aufrüsten. Para aumentar a eficiencia do abrigo. Melhor o filtro de oxigenio o gerador e o filtro de agua. Heißt so viel wie... Para aumentar e eficiencia do abrigo, also Effizienz steigern, entweder von dem Filter, also hier Sauerstofffilter. Das ist das. Filtro de agua ist Wasserfilter. Die Türen des Schutzraums können auch verbessert werden, um vor Einbrüchen in den Schutzraum zu schützen. Und wir können die Werkbank verbessern. Dazu, sehen wir rechts, benötigen wir Holz, Nägel oder Nagel und Kunststoff. Haben wir? Und bitte upgraden. Aufgaben zuweisen. Du hast soeben einem Schutzraumbewohner eine Aufgabe zugewiesen. Aufgaben erscheinen neben dem Porträt des ausgewählten Schutzraumbewohners. Du kannst maximal 2 Aufgaben aufreihen. Aufgaben umfassen Aktionen wie Instandsetzen, Reparieren, Fertigen, Essen, Trinken, Duschen und Schlafen. Du kannst eine Aufgabe abbrechen, indem du C klickst oder auf das X, was wir gleich sehen, im Aufgabenreiter. Das dann nämlich. Gut, haben wir. Dann würde ich sagen, die gute Laura zieht sich mal bitte einen Anzug an und wird diesen Wasserfilter reparieren. Und Joyce repariert die erste Tür. Was? Aufrüsten? Okay, Metall, Scharniere, Rohr. Scharniere sind, glaube ich, wichtig. Später, deswegen lassen wir es mal. Geschwindigkeit anpassen. Macht ihr, und das finde ich auch sehr komisch, also wenn ihr Shift drückt, wird das erklärt? Nee. Wenn ihr Shift drückt, geht gerade nicht, könnt ihr quasi ja, die Spielgeschwindigkeit extrem erhöhen und Tab, nee, nicht Tab, sondern hier groß schreiben, Caps Lock. Also jetzt sind wir gerade im Zeitlupen-Modus und wenn ich Caps Lock drücke, sind wir im normalen Modus. Da geht die Zeit halt schnell voran und wie gesagt, jetzt Shift. Fast Forward. Zeitraffer. Okay, so, wie gesagt, Schutzanzug an und bitte, können wir auch den aufrüsten? Dekontaminierung, okay. Haltbarkeit könnte ich erweitern. Und Effizienz, okay, Gummi und Leder. Leder haben wir gar nicht. Wenn ihr eh schon draußen bist, machen wir die Haltbarkeit gleich noch ein bisschen höher. So, Kralle. Können wir auch gleich nochmal auf. Zeitlupe machen. Wir planen eine Expedition. Also hier am Funkgerät seht ihr, Funkspruch abgeben, Frequenz abhören. Wir könnten es aufrüsten. Was heißt das? Achso, wir könnten die Radioverbesserung machen. Die Chance, dass Übertragungen jemand erreichen, um 20% verringert die benötigte Zeit, um Frequenz abzuhören, um 25%. Aber wir haben nichts davon. Gut, dann haben wir hier unten noch Karte ansehen. Du kannst die Position deiner Erkundungstrupps verfolgen und sie zum Schutzraum zurückrufen. Das ist die Karte. Da ist unser Vault oder Bunker. In den nächsten Folgen sage ich nur Vault. Hier haben wir eine Schule, kleines Haus, Kirche und unbekannte Orte. Mit der rechten Maustaste können wir hier umher zoomen. Oder wir können es auch mit dem Pfeiltasten machen. Hier sieht es aus wie eine Stadt. Das würde da übrigens nicht sehen, wenn ihr Fog of War anhättet. Ja, Karte. Also das ist tatsächlich auch schon die gesamte Karte. Die ist halt normal groß, ne? Gut, müssen wir halt nach und nach alles erkunden. Und Wegpunkte könnten wir dann mit der linken Maustaste setzen. Das kommt aber erst im Expeditionsmenü. Gut, Expedition planen. Stelle deine Gruppe zusammen. Expeditionen ermöglichen es deinen Schutzraumbewohnern, das Ödland nach Gegenständen und Ressourcen zu durchsuchen und andere Ödland-Überlebende in deinen Schutzraum einzuladen. Genau, wir können nämlich auch Leute rekrutieren, die dann mit uns hier zusammen wohnen. Du kannst so viele Expeditionen gleichzeitig haben, wie du willst. Jede Gruppe besteht aus aber höchstens 2 Leuten. Okay. Kralle ist okay. Nächste Person, niemand. Plane deine Reise. Du kannst die Route deiner Gruppe genau bestimmen, indem du Wegpunkte auf der Karte setzt. Auf Expedition verbrauchst du Wasser. Je länger die Expedition, desto größer der Bedarf. Genau. Sehen wir hier oben. Wasser erforderlich aktuell 0 von 14. Und wenn wir einen Ort besucht haben, dann sehen wir auch, was wir dort finden könnten. Jetzt aktuell, wir wissen zwar, dass das eine Schule, ein Haus und eine Kirche ist, aber wir wissen nicht, was wir dort vorfinden können. Ich würde erstmal laufen zur Kirche. Nee, zum Haus. Bestätigen. Wir verbrauchen 3 Wasser. Halt. Ja, ist egal. Wir bestätigen. Wähle deine Ausrüstung. Vorbereitung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Expedition. Du wirst wohl einige Gegenstände mitnehmen wollen, um handeln zu können. Hinzu kommen Waffen für den Fall, dass dein physisches Wohlergehen in Gefahr ist. Vergiss nicht, alle Gruppenmitglieder mit Gasmasken auszurüsten. Sie könnten andernfalls im Ödland ziemlich krank werden.
Genau. Also die brauchen keinen Schutzanzug. Warum auch immer. Aber eine Gasmaske, damit sie nicht krank werden. Linksklick, ausrüsten. Ausgerüstet. Ihr seht auch die verschiedenen Farben. Die symbolisieren quasi den Ort, wo sie dann hier ausgerüstet werden können. Hier oben sind Waffen. Rohr, dafür brauchen wir Stärke 8, aber Stärke 8 haben wir. Rot sind Oberbekleidung. Also, keine Ahnung, Schutzwesten. Ich glaube, Rucksäcke und so weiter würden da auch hinkommen. Und blau sind Tools, glaube ich. Die wir später, ja, vielleicht noch finden können. Wir haben aktuell leider nichts in der Beziehung. Die würden auch hier oben gleich erscheinen. Gut, also wir nehmen ein Rohr mit zur Verteidigung und eine Gasmaske für unseren Schutz. Die Gasmaske kann ich gleich schon mal vorwegnehmen. Ja, können wir losschicken. Die Gasmaske ist tatsächlich nach jeder Expedition weg. Also eine Gasmaske hält genau eine Expedition und dann ist sie komplett weg aus dem Inventar. Aktuell haben wir zwar noch welche, aber wir müssen früher oder später entweder welche finden auf Expedition, das wäre natürlich das Beste, oder aber wir können die dann später hier an den Werkbänken herstellen. Am Anfang können wir, glaube ich, noch 5 oder 4 herstellen. Allerdings verbrauchen die auch relativ viele Ressourcen. Deswegen wäre es mir eigentlich immer lieb, wenn ich gleich von Anfang an Gasmasken bei Expeditionen finde. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil ich nur eine einzige, weil ich nur einen einzigen Wegpunkt gesetzt habe. Aber egal. Vergrößere den Schutzraum und erstelle neue Gegenstände mit der Werkbank. Ja, 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 alles gut. Machen wir gleich, wenn die Werkbank nämlich gebaut ist. Wir werden nämlich gleich eine Toilette, eine Dusche bauen und noch ein paar andere Sachen. Hallo, ist da jemand? Jemand versucht dich mit Hilfe des Radiosenders zu kontaktieren. Wenn das geschieht, erscheint jedes Mal ein Symbol über dem Radiosender. Es ist wichtig, über auf Funksprüche zu antworten, damit du mit Familienmitgliedern kommunizieren kannst, die auf Expedition sind. Erkunde und sammle Ressourcen, indem du mit Hilfe des Funkgeräts eine Expedition planst. Haben wir schon. So, da sehen wir. Kralle funkt uns an, wahrscheinlich. Drehe jeden Stein einzeln um. Das Durchsuchen von Orten ist die beste Möglichkeit, an Gegenstände und Ressourcen zu kommen. Die Menge und die Art der Gegenstände hängen von dem durchsuchten Ort ab. Du kannst an solchen Orten auch auf andere Ödlandsüberlebende treffen. Sei also stets auf der Hut. Hallo, Kralle am Apparat. Hier ist so ein kleines Haus und es sieht so aus, als könnte ich hier fündig werden. Möchtest du, dass ich mich hinein oder dass ich mich einmal umsehe? Jo, deswegen habe ich dich dahin geschickt. Sehr gut. Markus ist fertig. Markus fertigt unsere Objekte. Bauen und verbessern. Neue Systeme zu bauen und sie zu verbessern ist wichtig, da sie dir helfen oder dabei helfen, deinen Schutzraum effizienter zu führen. Du kannst Gegenstände im Ödland finden und sie dann für Verbesserungen und die Erstellung von neuen Gegenständen nutzen. Du kannst deinen Schutzraum vergrößern, indem du mit der Werkbank neue Räume fertigst. Gut, das also unsere Sachen. Dadurch, dass wir die schon geupgradet haben, können wir auch Level 2 schon machen. Da sind nicht allzu viele neue Sachen dabei, außer ein großes oder ein mittleres Regenfass und ein besseres Bett. Hier seht ihr armselige Schutzweste, Lichtschalter, okay. Noch eine kleine Kiste mit 20 Slots. Ernsthaft? Ah, okay, diese andere Kiste, die wir stehen haben, die können wir erst später bauen wahrscheinlich. Weil die Anfangskiste, die hat glaube ich 32 Slots oder so. Dann Spielzeugkiste. Lager Spielzeug für Kinder ein, mit dem sie spielen können. Eine tolle Erholung für Kinder. Ja, brauchen wir noch nicht, weil wir noch kein Spielzeug, glaube ich, im Inventar haben. Eine Behelfstoilette. Die müssen wir auf jeden Fall bauen. Ist das neu angeordnet? War das nicht vorher oben? Egal. Eine Umhängetasche. Damit können wir 4 Sachen mehr mitnehmen auf Expedition. Also definitiv müssen wir Leder sammeln. Armsiegler-Ofen, wahrscheinlich zum Heizen. Wärmt die Ration etwas auf, damit vertreibt die Nahrung den Hunger ein wenig länger. Okay, cool. Können wir sogar schon bauen. Oh. Müssen wir auf jeden Fall setzen. Aber wir machen definitiv erstmal das Regenfass, das zweite. Damit wir auf 60 kommen. Dann können wir ihm schon mal sagen, baust du definitiv auch noch eine Toilette. Die setzen wir hier hin. Und dann bist du schon mal durch. Okay. Gut. Weiter geht's. Die anderen beiden reparieren bzw. rüsten noch auf. Du reparierst dann auch gleich noch die andere Tür, wenn du schon mal dabei bist. Mädchen. Joyce Ilk. Und Frank the Tank, wa? Ach nee, Marcus. Marcus und Marcus. Frank the Tank und Laura. So, Funkspruch. Kralle an Basis. Kleines Haus in Sicht. Soll ich nachsehen, was es zu holen gibt? Jo. Objekte. Du kannst im Ödland gefundene Objekte rechts zu den bei dir getragenen Objekten links transferieren. Du kannst bei dir getragene Objekte wegwerfen, indem du sie austauscht. Okay. Oh, 2 Gasmasken. Super Fund.
Dann Kaffeebohnen. Wenn sie mit Wasser in eine Kaffeemaschine auf... Oh Gott, boah ja, Kaffeemaschine. Wir nehmen mit... Definitiv Benzin. Für den Generator. Zement, ganz, ganz wichtig am Anfang. Mit Zement baut man neue Räume. Eine Batterie. Klebeband. Nektar der Götter. Super. Kalk. Ich würde tatsächlich mitnehmen Spielzeug, Buch zum Stressabbau. Und dann würde ich noch mitnehmen eine Batterie, weil Batterien sind, glaube ich, wichtig. Okay. Kaffeebohnen lassen wir da. Nagel lasse ich da, haben wir 8. Kalk brauche ich erstmal auch noch nicht, glaube ich. Und Klebeband lasse ich auch da. Okay. Bestätigen. Jawohl. Und dann kommst du wieder nach Hause. Oh. So. Dann müsste Kralle eigentlich auch gleich wieder auf der Karte hier links erscheinen. Oder rechts wahlweise. Und dann unsere Sachen hier einlagern. Zwei Sachen noch zur Oberfläche, weil ich es gerade sehe. Einmal haben wir hier einen Wohnwagen. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Wohnwagen es auf sich hat. Also das muss ich erst rausfinden. Und wir haben auch noch einen Schutzraum... Lager oder sowas. Da kommt Kralle wieder. Schutzraumlager. Wenn unser Inventar hier voll ist, können wir Sachen hier oben einlagern. Drücke die linke Vorspultaste. Ja, ja, alles gut. Können wir Sachen hier einlagern. Und wenn hier unten wieder Platz ist, können wir es quasi wieder zurückholen. Das Problem hierbei ist, es kommen ab und zu mal Leute über die Karte gerannt. Also auch Diebe. Es gibt ja nicht nur noch gute Leute auf der Welt. Die versuchen könnten, sich hier an dem Lager zu schaffen zu machen und Sachen zu klauen. Deswegen hier oben ein bisschen unsicher. Leute können, glaube ich, auch in unseren Vault einbrechen. Habe ich allerdings, glaube ich, noch nie erlebt. Von daher müssen wir uns alle überraschen lassen. So, müde. Ein Schutzraumbewohner ist müde und braucht Schlaf. Müdigkeit hindert sie daran, an Aktivitäten teilzunehmen, die Erfahrung einbringen. Sie werden dir Bescheid sagen, wenn sie müde sind. Du kannst einen Gegenstand auf oder bei der Werkbank fertigen, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Okay. Machen wir gleich. Kralle wird jetzt auch gleich nochmal einen neuen Raum ausheben. So, also Laura ist müde, sie verbessert aber, glaube ich, gerade, ne? Genau. Das kommt weg. So, durchsuchte Orte 1. Warnung geht ein bisschen nach oben bei Kralle. Und ja, gut, hier quasi in unseren Dings transferieren. Das ist das, was ich euch gerade erklärt habe mit dem Lagerraum da oben. Deswegen erkläre ich das nicht schon mal. Also die beiden sind super. Benzin auch. Leerer Benzinkanister. Okay, kann ich recyceln. Zement, sehr gut. Dann, wie gesagt, Spielzeug, Dings, Batterien und... Achso, das Rohr, was wir zur Verteidigung hatten. Genau. Bestätigen. Ja, ja, alles gut. So, Kralle. Neue Aufgabe. Oh, halt, stopp, stopp, stopp. Geh mal raus, bitte. Markus ist fertig, hat Fass gebaut und das. Gut, dann baut Markus als nächstes bitte eine Toilette. Nee, eine Dusche hätte ich gern. Gibt es keine bessere Dusche? Feuerlöscher? Camouflage, okay. Schürferausrüstung, Gott. Ja, keine Ahnung. Okay, gut, dann müssen wir leider die provisorische Dusche erstmal nehmen. Weil auf Level 2 gibt es keine bessere Dusche. Okay. Dann da bitte die Dusche hin. Und wir brauchen noch einen Mob und einen Eimer. Um unseren Vault quasi... Willst du mich verarschen? Zu reinigen. Ja, gut. Okay. Setzen wir erstmal hier hin. Achso, weil hier die Dusche hinkommt. Ja, ja. Mob und Eimer zum Reinigen. Ihr seht hier nämlich so einen kleinen Dreckhaufen. Das kann, glaube ich, dazu führen, dass die Leute krank werden. Und mit Kralle bauen wir hier einen neuen Schutzraum. Dafür nehme ich der Zement. Holz haben wir, Metall haben wir. Das werden unsere neuen Schlafkammern. Ja, du, meine Kleine, reparierst dann direkt auch noch die andere. Obwohl, komm, du kannst dann... Nee, komm. Du reparierst. So, Markus ist müde. Ja, Problem ist, wir müssen erst den neuen Raum ausheben, um das Bett zu bauen. Weil wir sonst keinen Platz haben. Ja, ansonsten können wir erstmal vorspulen. Oh. Voll im Stress, ja, ja. Oh je, einer deiner Schutzraumbewohner scheint etwas gestresst zu sein. Dies scheint, wenn der Grund bis zum Hunger nicht gestillt werden. Okay. Stress kann abgebaut werden mit diversen Sachen.
So, Klein Marcus geht schon mal auf Toilette. Und wird dann gleich mal als nächstes den Schutzraum reinigen. Genau, und jetzt kannst du auf Toilette gehen. So, Errungenschaft Bastler. Okay, keine Ahnung. Ja, ihr seid alle müde, ne? Ja. Was könnte man euch denn noch machen? Gib erstmal der Katze bitte was zu essen. Die hat gerade schon rumgejammert. So, du bitte erstmal einen Anzug zurückgeben. Den ziehen wir nämlich aus. Und wir gucken mal, was wir vielleicht noch bauen könnten. Also, hier so eine Spielzeugkiste ist gar nicht verkehrt. Weil das erste Spielzeug haben wir schon. Oh ja, Nahrungsregal müssen wir demnächst auch bauen. Holzkleber, Nagelscharnier. Sehr gut, könnten wir da noch hinbauen? Oh, können wir auch hier unten hinbauen. Okay, dann bauen wir das noch. Und ich würde das Bücherregal eigentlich gerne bauen. Ah, da fehlt es jetzt an Nägeln, okay. Was haben wir denn hier noch? Fallstrick. Damit können wir uns Nahrung oder hier Tiere fangen auf der Oberfläche. Gar nicht verkehrt. Den Schlafsack kann ich nicht bauen. Ich würde aber auch gerne gleich das Bett bauen. Ja, ich bin erschöpft. Ich auch. Was kostet denn so ein Bett? Ach, da fehlt mir ein Nagel. Okay, dann müssen wir leider doch erstmal die Schlafsäcke bauen. Okay, so, Tag 2. Notizbuch gab, glaube ich, eine neue, genau, Nachricht. Tag 1 immer noch. Wir haben etwas gefunden, das wie eine Mutter mit zwei kleinen Kindern im Arm aussah. Sie waren alle tot. Es ist nie leicht, die Leichen einer Familie zu finden und heute war keine Ausnahme. Es hält uns vor Augen, wie schnell uns dasselbe Schicksal ereilen könnte. Nichts und niemand ist mehr sicher. Haben wir Trauma? Nee, haben wir nicht. Okay. Ja, wir müssen tatsächlich erstmal ganz kurz den Raum hier unten bauen. Oh, seht ihr, da kommen Leute über die Karte gelatscht. Immer schön sauber. Was ist das für ein Geruch? Da braucht wohl jemand eine Dusche. Schlechte Hygiene führt zu Stress und in ganz besonderen schlimmen Fällen zu einer Lebensmittelvergiftung. Es ist daher wichtig, die Bewohner sich hin und wieder waschen zu lassen. Du kannst einen Gegenstand bei der Werkbank fertigen, bla bla bla. Ja, Dusche haben wir, verbraucht allerdings Wasser. Sehr gut. So, Laura, ganz schnell bitte einen Schlafsack bauen. Damit die Leute sich ausruhen können. Schutzraum umgestalten, kann ich das? Ja, kann ich hier hinsetzen. Und jetzt... Sorry. Kannst du eventuell noch einen zweiten Schlafsack hier bauen? Nein, oder? Dammit. Gut, da muss ich mal ganz kurz gucken, was ich hier unten hinkriege. Ach, diese blöde Katzenklappe ist im Weg. Wischmob. Den können wir auf jeden Fall hier unten hinsetzen. Boah, kann ich hier noch Millimeter gewinnen? So, bestätigen. Nein. Obwohl, ja doch, reinige bitte nochmal den Schutzraum. Oh, bitte lass doch noch einen zweiten Schlafsack hin. Ja, sehr gut. Ganz wichtig. Zweiter Schlafsack. Ihr seht, Wasser nur noch 3. Das ist das Problem, wenn es nicht regnet auf der Karte. Dann werden die Leute nämlich... Oder dann geht die Nahrungsmittel-Dings hier... der Wasservorrat extrem schnell in den Keller. So, erstmal überall sauber machen. Ach, sehr gut. Jetzt schlafen auch schon mal die ersten Leute. Gut. Little Marcus. Es tut mir wirklich leid, Little Marcus. Aber die schicke ich jetzt auf Expedition. Ah, ich habe kein Wasser. Scheiße, ich brauche Wasser. Leichter Sandsturm. Ich brauche Wasser! So, hier können wir erstmal den Generator verbessern. Wieder auffüllen. Und können wir den auch aufrüsten? Ja, wir könnten Haltbarkeit. Ah, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. 84, 100. 92, Alter, sehr gut. 82, 88. Und das braucht keine Haltbarkeit. Okay. Ja, wir müssen erstmal alle schlafen lassen jetzt. Ja, ich weiß, Wasservorrat ist gefährlich klein. Spielzeug nehmen. Dafür bin ich gerade müde. Okay.
Gut, können wir erstmal vorspulen. Oh, bitte lass es jetzt regnen gleich. Da wird gegessen. So, steh mal bitte auf. Nicht Markus, sorry. Laura, steht mal bitte auf. Und Kralle. Mann, nein. Ich muss mal. Ja, ja, ja. Einer muss auf Toilette. Ah, ich kann die nicht losschicken. Wasser trinken. Kralle, damit du hier aus dem Bett kommst. Ist mal bitte Nahrung. So. Jetzt bitte lass es gleich regnen. Damit ich auf Expedition gehen kann. Zwei Wasser haben wir nur noch. Ich könnte wirklich eine Dusche gebrauchen. Ihr seid aber alle auf automatisch, ne? Ja. Ja gut, Wasservorräte sind halt extrem niedrig gerade. Fressnapf ist leer. Können wir erstmal auffüllen. Ja, wir können aktuell nichts machen ohne Wasser. Alter, ich denke, die scheiß Katze isst nur alle zwei Tage. So, wir haben noch fünf Nahrung, zweimal Wasser. Wie gesagt, aktuell... Obwohl, wir könnten doch bestimmt noch einen zweiten Raum bauen, oder? Ja, sehr gut. Nächsten Raum. Dann erweitern wir gleich mal. Wie gesagt, wenn es nicht regnet, sind wir am Arsch. Ohne Regen ist dieses Spiel ganz schnell beendet. Ja, ich weiß, durstig. Wir haben kein Wasser. Es muss regnen an der Oberfläche. 65. Vergiftet. Jemand hat eine Lebensmittelvergiftung. Was? Ich reinige doch ständig. Ja, Wahnsinn. Ja, danke, es regnet. Ganz wichtig. Sehr gut. Mann, hör auf zu laufen. Markus, mein Kleiner, was machst du? Ah, okay. Markus. Ich werde Markus gleich duschen lassen. So. Kann ich den noch umsetzen? Ja. Ja, gerade geh bitte schlafen. So, Little Markus, ihr seht jetzt schon 10 Wasser. Geht gleich duschen. Ach, jetzt ist die Alte da drin duschen. Okay, dann reinige ich sie erst nochmal kurz. So, da seht ihr Tiere. Die können wir, wie gesagt, dann später fangen. Okay, dann geht die Kleine auf. Obwohl, wir schicken zwei los. So, kannst du deine eigene Kotze gleich wegmachen. So, wenn die fertig ist... Alter, gut, wir schicken Laura los, weil dann kotzt uns die Dings nicht mehr voll. Oh, kann ich nicht, ärgerlich. Gut, dann Joyce, schicken wir die Kinder los. Joyce und Marcus, die beiden Kinder laufen los. Wir gehen zur Kirche und dorthin. 14 Wasser. Gut, es regnet aber gerade. So, nein. Dann bitte einmal das. Waffen kann ich euch nicht mitgeben. Und los geht's. So, wie gesagt, du kannst deine eigene Kotze hier wegmachen. Leichter Sturm. Oh Gott, Alter. Der geht's echt schlecht. Ich hoffe, das legt sich irgendwann. Eingehender Funkspruch. Hallo, Markus am Apparat. Hier ist so eine Kirche und sieht so aus, als könnten wir hier fündig werden. Möchtest du, dass wir uns einmal umsehen? Jo. Alter. Macht sie sauber und direkt schon wieder gekotzt. Hier spricht Joyce. Kirche in Sicht. Hier scheinen Sachen herumzuliegen, die nützlich sein könnten. Was denkst du? Untersuchen. Ah, ich habe was vergessen vorher. Egal. So, wir können 12 Sachen mitnehmen. Okay, Nagel mitnehmen. Also wir nehmen sowieso alles mit, aber ich zeige euch da mal die Gegenstände gleich. Nahrung. Das Rohr kennen wir. Batterie kennen wir. Kaputter Fernseher. Könnte beim Recyceln. Okay. Eine neue Gasmaske, sehr gut. Ventil, ja, Metall und eine Sicherung, cool. Bestätigen und weiter. Gut, meine Damen und Herren, dann machen wir für heute Feierabend.
und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sheltered. Folge 3. Dann in Kürze. Bis dahin, haut rein. Tschüss.